Jo, und was geht? Euer Karasu ist wieder back am Start. Müssen ein bisschen Dragon Ball ecken. Endlich ist es soweit. Ihr kennt es dann natürlich. Drei Tage vor dem eigentlichen ersten Leaks kommt natürlich immer diese Draft, also die vorgezeichneten Entwürfe von Dragon Ball, dem neuen Kapitel 67. Ja, am 20.12. ist es denn endlich soweit. Dann kommt das neue Kapitel 67 da. Wir haben die ersten Driftbilder am Start. Wir werden kurz darüber eingehen. So viel ist es gar nicht. Daher wird das Video wahrscheinlich sehr kurz sein. Das alles aber viel mehr im Video. Jo, kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Content auch so feiert wie ich, dann würde ich euch gerne bitten, hinterlasst doch ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Ja, der Titel ist ein bisschen irreführend, finde ich, weil nämlich der Titel sagt hier eine Schlussfolgerung und dann. Denn das Coole ist nämlich, wir haben wieder diese Übersetzung der Draft Pages. Sehr geil. Sache. Wir sehen hier die erste Seite, natürlich wie oben mit dem Titel, wie schon gesagt, eine Schlussfolgerung und dann, also wahrscheinlich wird am Ende irgendwas nochmal getriggert oder irgendwas passiert wieder. Wie gesagt, die Macher haben ja schon einen neuen Arc in den Startlöchern. Wir sehen hier erstmal Son Goku und Krillin, dass sie halt aufeinander zugehen, dass sie sich natürlich erstmal riesig freuen über den Triumph, über Moro, alle freuen sich. Vegeta und Piccolo sind weiter zurück, sehen sich vom Weiten erstmal alles an. Man erfährt nicht so viel, sondern einfach nur herzlichen Glückwunsch und so weiter. Jedenfalls, sie freuen sich alle über diesen Kampf. Nun sehen wir oben natürlich erstmal einen kleinen Abstecher zu, oder was in der Mitte, sehen wir natürlich einen Abstecher zu Dende, zum Gottespalast. Natürlich auch dort freuen sich erstmal alle Leute. Und wir sehen auch den Planeten Yadrat. Dort wird sich auch mega gefreut. Man sieht auch da rechts unten nochmal Muten Roshi. Der hat sogar das Zeichen der Galactic-Patrouille. Sehr witzig. Und wahrscheinlich geht es darum, also wir haben nicht die komplette Übersetzung. Wir sehen halt nur ein bisschen so die Zusammenfassung, was da durch ist. Also ich denke mal, dass sie sich alle freuen. Und der Yadrat-König wird wahrscheinlich sagen, ja, gut gemacht. Habt ihr Bomben gemacht. Wir sind jetzt von Miro, wir sind jetzt von Moro erstmal befreit. Wechseln wir zu der nächsten Seite. Und zwar sehen wir hier, dass Vegeta und Piccolo auf Son Goku auch zu gehen. Vegeta fragt natürlich erstmal gleich, wo kommt, ob Son Goku überhaupt weiß, wo die Quelle dieser unglaublichen Kraft, die ihm natürlich am Ende dieses Mega-Power abgegeben hat, wo er halt diesen, ja, so eine Art Susanoo entwickelt hat, ja, und Moro zu Boden gedrückt hat und natürlich Moro dann auch besiegt hat. Wie gesagt, er fragt hier nach der Quelle, ob er weiß, woher diese Power kam, die unglaubliche Kraft. Und Son Goku meint, ja, wir haben wahrscheinlich nicht gewusst, dass es noch unglaubliche, erstaunliche, starke Typen auf dieser Erde geht. Und wütend drängt Vegeta nochmal, sag doch mal, was los ist, weißt du denn irgendwas davon? Und Son Goku sagt nur, du wirst es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Auf der nächsten Seite sehen wir den kleinen Abstecher in Ubs Dorf natürlich mit dem Daishin Khan, der ist auch am Start. Er bedankt sich nochmal recht herzlich an Ub, dass er hier mitgeholfen hat zur Rettung des Universums. Ub versteht hier nicht ganz, was hier überhaupt los ist und hält das natürlich alles für einen Traum, dass er nicht genau weiß, ob es hier alles echt ist. Der Daishin Khan ja, verabschiedet sich und sagt natürlich, dass wir eine Art Verwandter zueinander sind. Also wir sind ein bisschen mit verwandt. Ub ist darauf noch verdutzter und fragt, was denn überhaupt los gewesen sei. Und in diesem Moment verschwindet auch der Daishin Khan und teleportiert sich erstmal weg. Ub bleibt hier zurück mit Fragen über den Kopf und weiß natürlich nicht, ob es wirklich real passiert ist oder ob er das nur geträumt hat. So, hier sehen wir natürlich, dass der Daishin Khan sich zum Gottespalast zurück teleportiert. Ja, Dende begrüßt erstmal natürlich den Daishin Khan, als er sich zurückverwandelt in den Buu. Ja, ganz freundlich. Mr. Satan ist auch mega happy, dass er wieder da ist. Buu versteht ja auch noch nicht ganz, was hier denn überhaupt los gewesen ist. Und Dende fragt hier, ob er denn irgendwelche Erinnerungen hat. Und Buu antwortet, dass er die Erinnerung, als Daishin Khan zu sein, verloren hat. Also, dass er darüber keine Erinnerung hat, was er dort gemacht hat. Oder wie sie sich wahrscheinlich zurückverwandeln könnte in den Daishin Khan. Wahrscheinlich wird es, weil es vom Daishin Khan gesteuert gewesen sein, so dass er halt das selber manuell machen kann. Wir wissen aber auch nicht, ob er nochmal wiederkommt, ob er nochmal explizit erwähnt wird. Es könnte auch sein, dass es halt nur für diese eine Arc-Sache war mit Moro und so halt, um halt diese Verbindung zu knüpfen und so weiter, um halt nochmal alte Charaktere mit reinzubringen. Ja, Mr. Satan freut sich auch, er bietet auch gleich den ganzen anderen ein, dass er natürlich hier zu seinem Haus könnten und dass wir alle erstmal diesen Triumph feiern können. Gesagt, getan, die Szene wechselt natürlich zum Master Satans Platz, dort wo natürlich auch alle anderen auch sind, essen, trinken, also die lassen es richtig gut gehen und sie feiern natürlich. Ja, dann haben wir das letzte Bild in dieser Draft-Leaks-Sache und zwar sehen wir halt, dass ja, namekianischen Dragon Balls natürlich alles wieder gut gemacht wurden, alle sind wieder lebendig gemacht worden durch diesen Porunga-Shenlong und ja, alle sind wieder da. Auch der Planet von diesen
ja, ich nenne es mal, die wir auch damals bei Babidi gesehen haben. Diesen, ich glaube, der Planet hieß Sun oder so. Jedenfalls dort auch, wo halt diese Banditen diese Schätze dort geraumt haben auf diesem Planeten und was Moro denn am Ende eingesnackt hat. Auch der wird wieder zurückgeweckt. Ich denke mal, dass es alles, oder die haben sich wahrscheinlich gewünscht, dass alles wieder so ist, bevor Moro oder bevor das mit Namek alles passiert. Ne? Also bevor das alles mit dem Training, ja, mit dem Engel und alles so losgeht, als Moro natürlich aufgemacht hat, die ganzen Namekianer zu töten, die ganzen Planeten aufzufratzen, wo er halt auf dem Weg zu Erde ist. Ich denke mal, da so wird der Wunsch wahrscheinlich angelehnt wird. Ja, das war es aber im Grunde von den ersten Pages. Sehr interessant, wie ich finde. Natürlich nichts Dramatisches, nichts Neues, sag ich mal. Wie gesagt, die sind alle happy, dass es vorbei ist, ja. Einige Sachen mit den Daishin Kan hatten wir besprochen, dann mit Up und so, dass er alles nur träumt oder er denkt, dass er alles nur träumt. Sie feiern, alles ist wieder happy und alles ist wieder normal. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Verbesserungen, Vorschläge, dann unten in die Kommentare. Das war's erstmal von mir. Ich bin erstmal raus und ciao.